Hallo und willkommen zurück zu Dino Crisis 2. Ja, es geht doch noch weiter. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, das wäre jetzt so das Finale, aber hab mich geirrt. Ist halt auch schon gut 10 Jahre her, wo ich das letzte Mal durchgespielt habe. Ja, wir haben eine Beschützermission. Wir müssen dieses Mädchen beschützen. Ja, was ziemlich heiter werden kann. Vor allem, weil wir jetzt anscheinend hier wieder die kleinen Nervbolzen am Hals haben. Ach, Dylan, du hast echt absolut kein Zielwasser getrunken. Ist aber ehrlich. Der hat da so eine Riesenwumme und trifft das Vieh vor seiner Nase nicht. Man kann schlecht schießen, aber man kann auch schießen wie Dylan. Also, was dann wahrscheinlich die Steigerung von schlecht ist. Wie war das, ne? Gut, schlecht, schlechter Dylan. Sollte rein von der Präzision noch unter einem einäugigen Blinden sein. Ach. Die Hälfte des Lebens von dem Mädchen ist weg. Na gut. Ach, so Aufpassmissionen sind immer toll. Ey, sag mal. Wollt ihr mich verarschen? Ach, die ist schon total verwundet. Das darf doch echt nicht wahr sein. Triffst du überhaupt was, du Pfeife? Meine Güte. Na, die Mission ist gleich fehlgeschlagen. Weil Dylan so ein unglaublich guter Schütze ist. Ich hoffe, ihr könnt die zwischendurch mal heilen oder so. Weil die sieht mir jetzt gerade irgendwie ein wenig kaputt aus. Ah, gut. Ah, das hat mich jetzt ein bisschen geärgert. Also, dass das teilweise so idiotisch war, dass man wirklich eigentlich die Gegner direkt vor der Flinte hatte, trotzdem nicht getroffen hat. Also bitte! Das war jetzt gerade aus nicht mal einem halben Meter Entfernung. Und das Vieh ist nun nicht gerade klein. Wie kann man da daneben schießen? Wenn jetzt so ein ganz kleines Vieh auf Kilometer entfernt ist, dann kann ich das ja noch verstehen. Aber doch kein Raptor aus nicht mal einem halben Meter. Das gibt's doch nicht. Präzision Fehlerzeige. Und
Ihr müsst immer bedenken, Auto-Aiming ist aktiviert. Also jedes Mal, wenn ich dann die Waffe ziehe, zieht der automatisch auf den Gegner. Also, ne? Ich denke mal, das sagt so einiges aus über ihn. Und seiner Schusskünste. Diese kleinen Nervensägen werden wir nicht abfahren. Wir werden jetzt wirklich nur kurz hier die Raptoren platt machen und dann weitergehen. Ich bin momentan ehrlich gesagt selber ein bisschen erstaunt, wie lange das Spiel insgesamt noch ist. Also ich habe das verdammt kurz in Erinnerung. Das kann auch sein, dass ich damals einfach wirklich zu sehr durchgerusht bin, dass mir das deutlich kürzer vorkam, als es eigentlich überhaupt ist. Also ich habe das Spiel komplett falsch in Erinnerung. Ich hatte nämlich auch im Kopf, dass wir nicht die Charaktere automatisch wechseln, sondern dass wir selber entscheiden können, ob wir Dylan oder Regina spielen. Also das sind alles so Dinge, die ich noch im Kopf habe von vorher, die aber ja eindeutig falsch sind. Nö. Mit den Kleinen da, nee, da habe ich keine Lust. Nicht so, wie er schießt. Die Dickeren gehen ja noch. Die trifft er ja wenig. Also zwischendurch. Okay. Gerade sagen, das hat gerade so verdächtig gehangen. Jetzt kommt ein Pfeifer an. Ja. Ja, ein paar Bonuspunkte. Einfach mal wegballern, weil wir was können. Na ja gut, er kann es eigentlich nicht, aber er tut es trotzdem. Aber auch schon Wumms, die Wumme. Ah, 7er Kombo. Rein theoretisch. Müsste so langsam hier alles abgefarbt sein. Ich glaube eh nicht, dass wir die zu Ende farmen können, die Kleinen da, weil da schätze ich mal, dass sie wieder so einen Unendlichkeitsspawn haben. Deswegen lassen wir die auch einfach mal klein und nervig sein, was sie so auch sind. Na komm.
kleinen Nervensägen wieder angesprungen. Oh, mal sehen, ob wir jetzt die Raptoren alle aufgebraucht haben. Und weitergehen können. Sind ja immer diese Super Raptoren, glaube ich, hießen die, die roten. Da kam doch noch einer. So, wir haben jetzt ein paar Runden gemacht. Normalerweise sollte der Spawn jetzt verbraucht sein. Hoffe ich doch zumindest. Sagen die Punkte. Ja, wir haben fast 400.000. Okay, da war noch einer über. Was haben wir denn hier? Ein Energieterminal für irgendwas. Momentan lieferst du es wohl keine Energie. Hier außen können wir uns auch noch umsehen. Ein Energieterminal. Ja, okay. Sagt er bei beiden Seiten der gleiche. Interessant ist auf jeden Fall, dass wir hier jetzt noch in ein komplett neues Gebiet gekommen sind. Ein Energieterminal, okay. Sagt er immer das gleiche. Ich habe die Befürchtung, dass wir die alle noch starten müssen, weil... Ohne Grund haben die wahrscheinlich die Leitern und so hier nicht hingepackt als Deko oder so. Hier oben wird dann auch nochmal ein Energieterminal sein und sonst nichts. Ja. Okay. Energieterminal für irgendwas. Okay. Selbst da kommt der gleiche. Autsch. Das ist ein Kontrollterminal für das Laser, für den Laserverstoß. Vier Sicherheitssperren sind momentan aktiv. Na Gott. Gut, wir müssen erstmal den Strom abstellen. Wieso die eine da einfach durchrennen konnte, keine Ahnung. Wir müssen halt wieder Hand anlegen. So, noch zwei. Eins. Hoffentlich muss man jetzt nicht in irgendeiner Reihenfolge machen. Das müssen wir auch noch rumprobieren. So.
Ja, benutzen wir es jetzt mal. Sehr schön. Was liegt denn hier? Testament des Direktors. Ich wusste, dass es so weit kommen würde. Es gibt keine Möglichkeit, dass Menschen und Dinosaurier jemals zusammen existieren könnten. Wenn wir jetzt unser eigenes Leben opfern, haben wir zumindest noch die Chance, das Weiterleben der menschlichen Rasse zu ermöglichen. Die Ironie ist, dass diese gesamte Einrichtung, in der wir nun gefangen sind, gebaut wurde, um eine artgerechte Haltung der Dinosaurier zu ermöglichen. Ich bin der Direktor der Einrichtung, der Einzige, der hier noch übrig ist. Ich gehöre nicht hierher. Es gibt keine Zukunft für diese Welt. Die Kinder, die von den Dinosauriern verletzt wurden, sind in Lebenserhaltungskammern gebracht worden. Es gibt für mich nun die Hoffnung, dass die Menschen der Vergangenheit sich um sie kümmern. Die Lebenserhaltungskammern sind sehr effektiv. Sie heilen jegliche Wunden, unabhängig davon, in welchem kritischen Zustand der Patient ist. Die Lebenserhaltungskammern liefern auch Wissen und Erkenntnisse. In ihnen erfahren die Patienten mehr über diese Welt. Aber die Kammern wurden eigentlich für die Aufsucht von Dinosauriern entworfen. Nicht die, nicht für die von Menschen. Daher wird die Welt der Kinder die der Koexistenz mit den Dinosauriern sein. Als schlimme Nebenwirkung dieser Kammern werden die Kinder irgendwann ihre Sprache verlieren. Anstelle dessen werden sie den primären Instinkt haben, die Dinosaurier zu beschützen. Ich habe diese Nachricht für diejenigen aufgenommen, der eines Tages hier hinkommen wird. Ich hinterlasse diese Botschaft auch ohne Reue. Okay, das erklärt einiges. Die Umweltdaten des Randbereichs der Einrichtung werden dargestellt. Das Bild zeigt, dass es dort, wo sich jetzt Edward City befindet, einen Dschungel gab. Die ganze Wand ist von Anzeigen nie zuvor gesehener Geräte und Instrumenten bedeckt. Okay. Also deswegen wurden wir attackiert, weil wir die Dinosaurier attackiert haben. Das erklärt natürlich einiges. Kontrollraum. Okay, diese großen Türen hier links und rechts können wir anscheinend nicht benutzen. Hier liegt wieder irgendeine Diskette. Arche Noah Plan. Im Jahr 2009. Es begann alles in Bolzinia. Einer kleinen Republik in der Südsee. Mit dem ersten Overdrive fing alles an. Während des Transports lief etwas schief. Die Folge war ein Riss im Raumzeitkontinuum. Er verursachte eine Verzerrung der Geschichte bis in die Kreidezeit. Um die gestörte biologische Entwicklung zu untersuchen, wurde ein intensives Experiment auf globaler Ebene durchgeführt, mit verheerendem Resultat. Die Raumzeitverzerrung würde dramatische Auswirkungen auf alle lebenden Organismen haben. Das Experiment brachte die Erkenntnis zutage, dass die Geschichte der Erde neu geschrieben und die menschliche Rasse nie existieren würde. Es entstand ein Plan, die lebenden Organismen der Kreidezeit durch ein Zeitdur in eine Welt mit ähnlichen Lebensbedingungen weit in der Zukunft zu bringen, in der sie überleben könnten. Nachdem die Krise der Raumzeitverzerrung überstanden ist, würden die Organismen wieder zurück in ihre eigene Zeit gebracht. Wir haben diesen Plan Arche Noah genannt. Dieser Plan scheint die einzige Möglichkeit zu sein, unsere eigene Existenz zu retten. Wir hoffen, dass die Mission erfolgreich sein wird. Ich ordne hiermit ihre Durchführung an. WOP Zentralrat. Okay. Viele Computer sind für die Datenanalyse des Experiments aufgebaut. Dann sehen wir uns mal hier weiter um. Auf der anderen Seite des Glases befinden sich viele halbfertige Ausrüstungsgegenstände und Instrumente. Okay, hier ist wieder das mit viele Computer, bla bla bla, alles gleich. Okay, wir haben das große Medipack. So, sofort wie Deckel. Und direkt benutzen, haben wir wieder volle Energie.
Ich glaube, wir sollten die Wumme mal nachladen. Ja, mehr mache ich jetzt erstmal nicht. Wenn wir mal kurz einen Zwischenspeicher machen, würde ich sagen. Ja, eigentlich gar nicht so kurz, wenn wir sehen. Also wir sind jetzt bei 13,5 Stunden. Wenn man alles mitnimmt, ist das doch schon recht umfangreich, das Spiel. Ja, das hat man schon mit den Instrumenten, die halbfertig sind. Die ganzen Computer. Okay, dahinter kommen wir nicht. Was haben wir hier? Maximale Traglast erreicht. Reanimation. Ja, nehmen wir mal mit. Haben wir bis jetzt noch keine gebraucht. Große Laborhalle. Es sind Lebenserhaltungskammern mit Heilungsfähigkeiten. Es befindet sich der Umriss einer Person darin. Oben sind viele Lebenserhaltungskammern, die noch betrieben werden. In den Kammern sind die Umrisse von Menschen. Welcome, Lieutenant Morton. A hologram? Well, how does he know my name? There's not much time left, so I'll explain it short and simple. On August 10th, 2055, our Noah's Ark plan became successful. Year 2055? What's he talking about? To save the dinosaurs, we transferred the dinosaurs to this time, 3 million years ahead of our time. What? 3 million years? Then you're from... But there was another accident when we were about to go back. The gate disappeared and we were stranded in this time. Then this is the future. There was no way for us to survive in this world where dinosaurs now rule. We, the remaining survivors, hurried to recover the gate. But it's too late now. My wife, Julia, was killed by the dinosaurs. And my loving child, she was hurt. Badly. Paula. Paula. Is that your name? Papa. My only mission now is to protect my group. I have kept Paula and the other children safe by putting them inside life support chambers. Thank you.
take the children back to your time. And now, I should introduce myself. I am former Special Forces Trad member Colonel Dylan Morton. What? What? You're myself in the future? Please, say hello to Regina for me. I'm counting on you, Lieutenant. Ja. Das ist auf jeden Fall jetzt eine Menge Neues und wir haben wieder einen Auftrag. Diesmal ist es, ja, das Zeittor zu aktivieren und schauen, dass wir von hier verschwinden. Und jetzt haben wir eine große Aufgabe. Wir müssen unser Zeittor wieder aktivieren. Es ist eine Kontrollkonsole, um das Hologramm-Produktionsgerät zu steuern. Und die ganzen anderen Kinder, die hier oben noch sind. Es ist eine dünne Plasma-Anzeige. Wahrscheinlich wurde sie benutzt, um Blaupausen und Pläne auch anzuzeigen. Ist ein Hologramm-Projektionsgerät. Sie müssen ihr Experiment in 3D simuliert haben. Transportzentrum. Och nö. You turned it on. Ja, ganz toll. Na komm, steh auf. Wow. Okay, da waren wir nicht schnell genug. Okay, wir können es nicht überspringen. Oh, können wir doch. Wir werden mal etwas dickere Geschütze nehmen. Komm, steh auf, bewege er sich. Damage confirmed, an oversized.
mass transport area. Immediate shutdown. Ja, super. Abwehrsatellitensystem wird aktiviert. Operate control panel to open communication line to satellite. Lästiges Vieh. Es ist ein Notfallterminal, um die Kommunikation für uns zu Abwehrsatelliten herzustellen. Möchtest du das Kontrollterminal nutzen? Da wird hergestellt. Schreien lassen. Lauf! Mann! Nervlich! Wow. Ups, das habe ich so schnell gedrückt gehabt. Wir senden die Daten des Dinosauriers an, an den Satellitenlaser. Das ist ein bisschen unfair, dass man da überhaupt keine Chance hat auszuweichen. Vor allen Dingen, ich halte schon die ganze Zeit mit dem Raketenwerfer drauf und alles, aber es juckt dem dicken Giga nicht. Möchtest du den Satelliten auslösen? Jo. Ja, hoffentlich reicht das Geschütz für den Dicken. Also nur er nicht putt. Ja, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Unsere Zeit ist ein wenig knapp. Auf jeden Fall ein schön großes Loch hinterlassen. Oh. Auch wie bei Resident Evil immer ganz knappes Zeitfenster. Use this gate and get out of here. Whoa. Paula!
Papa. Paula. Dylan, what are we gonna do? If we don't go now, we'll never get back. Regina, the gate is open. I know you don't want to, but you have to go back by yourself. I won't leave Paula. Are you crazy? Just go, please. You have the third energy data, right? When you get back to our original time, use the data to learn about third energy. Then build the perfect gate and come pick us up for the last time. I... Dylan. I will. I promise. Final warning. 10 seconds to detonation. Don't forget, you still owe me one. Well then, you better get back quick. Ja, hätte ich eigentlich noch dranhängen können an dem anderen Part, aber gut. Ich denke mal, ich werde es wahrscheinlich auch irgendwie zusammengeschnitten haben. Oder je nachdem. Ich muss sagen, ein super, super gutes Game. Immer noch optisch. Kann sich immer noch sehen lassen. Spielerisch. Ja, es ist leider sehr actionlastig geworden im Vergleich zum Vorgänger. Aber im Großen und Ganzen alles sehr gut umgesetzt und ein richtig gutes Game. Und ja, es gibt zwar einen dritten Teil, der hat aber leider nichts mehr mit so wirklich mit Dino Crisis zu tun. Das ist ein bisschen schade, weil das hätte jetzt eigentlich noch am Ende, ich sag mal, gut noch eine weitere Story geben können, dass man nochmal irgendwie zurückkommt, um ihn zu holen. Das ist ein bisschen schade. Ob ich den dritten Teil noch machen werde, das weiß ich noch nicht. Ich habe ihn aktuell noch nicht. Ja, Spielzeit doch länger als erwartet. Also ich hatte es deutlich kürzer in Erinnerung. Die Dinos sind natürlich, ich sag mal, Kanonenfutter den größten Teil. Und Auto-Aim hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat leider nicht so gut immer funktioniert. Das fand ich ein bisschen schade, gerade speziell mit Dylan, die Aktion da. Eine Beschützermission und du triffst einfach die Gegner nicht, obwohl sie direkt vor dir stehen. Das ist ein bisschen sehr dämlich. Na gut. Dann auf jeden Fall erstmal schon mal ein großes Danke an die ganzen fleißigen Kommischreiber. In diesem Teil Game waren das ziemlich viele sogar. Unter anderem Max Schnitzer, der Patrick, Retro Nerd Action, RGB Show, Klapsmühle TV und natürlich die liebe Kyla, die immer dabei ist. Ja, es sind jetzt dann doch 30 Parts geworden. Ja, eigentlich 31, aber ich denke mal, ich werde es einmal nicht zusammengeschnitten haben. Und wir werden uns jetzt noch das Bonusmaterial anstellen. Einschalten und mal schauen, was wir da Schönes freigeschaltet haben. Und ihr seht schon, das ist von demselben Macher, der die guten alten Resi Games gemacht hat, den guten alten Shinji Mikami.
13 Stunden 46 XP. Ja, einiges. Über eine Million. 1,431 Millionen. Alle Dino-Dateien. Sammlung komplett. Rang D. Okay, wir haben uns wirklich viel Zeit gelassen. Also, wir haben wirklich jede Waffe geholt. Wir haben alles geholt. Da kann eigentlich nur ein Rang D bei rumkommen, weil wir uns viel Zeit gelassen haben. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Wir haben die Platin-XP-Karte bekommen. Damit kannst du Waffen mit unbegrenzter Munition kaufen. Extra-Kreis. Das Bonusspiel Dino Kolosseum wurde hinzugefügt. Das werden wir uns jetzt gleich ansehen. Und Spielerkauf. Wir können uns noch Charaktere kaufen. Wir haben Rick freigeschaltet und wir haben den Panzer für das Kolosseum. Tyrannosaurus Rex zum Museum, Allosaurus. Ja, wir haben alles gekauft. Wir werden uns noch das Dino-Museum anschauen und Dino-Museum, gleich Kolosseum anschauen. Und dann ist das Projekt beendet. Ja, wir haben auch einen anderen Startpunkt hier, Exact Crisis. Das werden wir uns jetzt reinziehen. Dino-Duell oder Dino-Kolosseum? Dino-Kolosseum vernichtet innerhalb des Zeitpunkts alle Dinosaurier. Dinosaurier gegen Dinosaurier, zwei Spielerspiel. Also es gibt sogar einen kleinen PvP-Modus, sag ich mal. Kann ich leider nicht machen, ich habe da keinen zweiten Spieler zur Hand. Aber wir sehen uns das Hauptspiel mal an. Eine Sword-Geheimagentin, sie ist ruhig sowie rational, ihre Spezialität Infiltration, die Regina. Willem, mit dieses Threat Sondereinsatzteams, ein Soldat mit tragischem Schicksal. Rick, ein Sword-Geheimagent, ein ausgezeichneter Hightech-Spezialist. Gale, ein Sword-Geheimagent, ein kaltes Herz aus Stein ist oftmals sein Vorteil. Tank, Escort-Panzer mit zum Gleitschutz wertvoller Güter, ein Gefährt, das sich durchsetzt. Obi-Raptor, ein schneller und raffinierter Fleischspatzer, bewundbar durch seine schlechte Panzerung. Velociraptor, ein blitzschneller Jäger des Dschungels, greift seine Beute auf verschiedene Arten an. Dinosaur Sevia, ein vierbeiniges Reptil mit kraftvollen Kiefern, sein starker Panzer widersteht sogar Feuer. Allosaurus, ein kaltblütiges Biest mit dem Vorteil seiner von Größe und Agilität, ein hinterhältiger Killer. T-Rex, der König der Dinosaurier, steht ganz oben in der Hierarchie der Nahrungskette. Na komm, wenn wir uns den Modus ansehen, dann nehmen wir natürlich direkt den dicken, fetten T-Rex und schauen mal, wie er sich da so schlägt. Okay, also der T-Rex ist eher, ja, zu langsam, viel zu langsam. Okay. Ja, also das Video ist auf jeden Fall zu lang geworden, Leute. Also Rex ist tatsächlich anscheinend der Hard-Modus, weil ihr seht selber, das ist viel zu groß und unbeweglich. Ja, also da sind wir gleich auf jeden Fall hinüber. Der Rex ist einfach viel zu behäbig und viel zu unbeweglich. Aber ihr seht schon, worauf das Ganze hinausläuft. Da liegt der Dicke.
So, jetzt sehen wir uns noch einen weiteren Charakter an und dann sind wir durch dafür. Also, dann haben wir auch wirklich alles mal gesehen, außer Dino-Duell. Wie gesagt, das Feld ist erstmal flach. Das liegt aber in erster Linie einfach daran, weil ich keinen zweiten Spieler gerade da habe. Jetzt würden wir uns das auch noch ansehen. Wir halten zwar weniger aus, aber dafür haben wir einen sehr überzeugenden Flammenwerfer. Der irgendwie in diesem Falle gerade ziemlich schlecht ist, weil wir gegen Gegner kämpfen, die immun gegen Feuer sind. Das ist gerade irgendwie ein bisschen witzlos. Okay, wir können uns dreimal heilen insgesamt. Ich glaube, so wirklich Schaden kriegen die dadurch jetzt nicht. Ist klar. Das war der fette T-Rex. Ein Rang B. Da haben wir auch einmal diesen Modus komplett gezeigt. Also ja, das war's dann auch mit diesem Projekt. Und beim nächsten Mal ist es wieder ein komplett anderes Survival Horror Game. Welches genau werdet ihr dann sehen. Bis dann. Tschüss.